warum ist das Sechstage-Rennen so wichtig aus wirtschaftlicher Sicht für Bremen? Na, ich habe als Ökonom mache ich natürlich eine regionalwissenschaftliche Abschätzung. Was bringt das für die Region? Was sind die Kosten? Was sind der Nutzen? Und ich komme einfach zu dem Ergebnis, dass der Nutzen erheblich größer ist. Man kann es ja mal im Bild formulieren. Wir reden immer gerne beim Stadtmarketing, beim Bekanntmachen der Stadt, reden wir natürlich immer gerne über die Stadtmusikanten. Und ich sage einfach, die Stadtmusikanten werden dann nur sozusagen als Marke auch richtig positiv wahrgenommen, wenn wir auch ganz, ganz viele Aktivitäten veranstalten. Und dazu geht das Sechstage-Rennen. Das ist eine seit jetzt im 46. Jahr, also 2010, eine festkalkulierbare Größe. Es ist ein Rennen, das sozusagen bisher alle Krisen überstanden hat. Es ist vor allem sportlich mit Highlights besetzt und vor allem, was mir auch ganz wichtig ist, es hat bisher keine Zuschüsse gegeben. Also es war im Grunde genommen privatwirtschaftlich finanziert, natürlich auch mit der Hilfe der Stadthalle. Und das, wenn man das alles zusammennimmt, ist es von Vorteil. Warum setzen Sie sich gerade so stark für die Marke Sechstage-Rennen ein? Das erweckt jetzt, glaube ich, einen ganz falschen Eindruck. Ich setze mich genauso dafür ein, dass in den sozialen Quartieren, dass in Gröpelingen, dass die Integration vorangetrieben wird, dass vor allem Kindern in den Schulen wirklich, die sozusagen aufgrund ihrer Herkunft unglaublich starke Belastungen haben, dass denen geholfen wird. Da macht die Bremer Politik etwas dazu und da bin ich ganz engagiert dabei. Das ist normalerweise mein Job, aber deshalb denke ich schon, und dass ich mir auch mal erlauben kann, so ein Event hier zu unterstützen. Auf dem Hintergrund einer lebenswerten Stadt, zu der gehört vor allem die Spaltung in der Stadt, zwischen den Stadtteilen, da etwas dagegen zu tun. Und das ist ganz wichtig, da setzen wir den Verein, aber es gehört auch dazu, dass sozusagen attraktive, so ein Mega-Event attraktiv angeboten wird. Was soll die Politik konkret tun, um das Sechstage-Rennen? Wissen Sie, ich habe eine ganz, ganz schlichte Forderung an die Politik. Ich will gar keine Zahlen nennen, das steht mir eigentlich auch nicht zu, sondern ich habe an die Politik die Forderung, dass die verbalen Bekenntnisse zu sagen, ja, das ist ein Riesen-Event, das brauchen wir, dass die verbalen Erkenntnisse sozusagen umgesetzt werden in Taten. Und in Taten umsetzen heißt eine ganz einfache Definition, dass wenn, vielleicht kommt es gar nicht dazu, das Schönste wäre, wenn es dazu nicht kommt, dass aber wenn es hier ein Defizit gibt, dass der Staat irgendwie, die Stadt irgendwie in einer Form sich bereit erklärt, dafür Sorge zu tragen, dass daraus nicht die Insolvenz entsteht.